Wie hat der Zusammenbau funktioniert? Was sagt die Qualität? Welche Besonderheiten sind mir aufgefallen? Das alles klären wir in diesem Video. Schön, dass du mit dabei bist. Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal World Control RC. Zu Anfang möchte ich sagen, das ist kein Bash-Video. Ich möchte dieses Fahrzeug nicht schlecht machen. Das ist meine ganz persönliche Meinung und ich bin immer ein Freund davon, nicht auf irgendwelche Züge aufzuspringen, sondern ich möchte, dass du dir selber deine Meinung über dieses Produkt bildest und ich erzähle dir in diesem Video meine ganz persönliche Meinung zu diesem Fahrzeug. Der Aufbau hat sehr gut funktioniert. Tamiya ist für mich eine Marke, die für Einsteiger sehr gut geeignet ist und auch ich würde mich immer noch als RC-Einsteiger bezeichnen. Die Anleitung war sehr verständlich erklärt, es hat alles sehr gut zusammengepasst, aber es gibt so ein, zwei Dinge, auf die man in der Anleitung achten sollte und die möchte ich mir jetzt mit dir einmal gemeinsam anschauen. Auf der Seite 5, Arbeitsschritt 4, gibt es direkt eine, wie ich finde, sehr wichtige Sache und zwar die drei Differentiale, die hier für die drei Achsen verantwortlich sind. Und da solltest du dir vorher Gedanken drüber machen, wie möchte ich dieses Fahrzeug eigentlich nutzen? Wenn du tatsächlich zügig auf der Straße unterwegs sein möchtest, empfehle ich dir zwingend, dich hier an die Anleitung zu halten mit dem Tamiya-Fett. Das sollte ganz gut funktionieren. Wenn du zwischendurch mal in leichtes Gelände gehst, dann solltest du dir überlegen, vielleicht eine gewisse Sperrwirkung mit einzubauen und das kannst du durch ein anderes Fett oder Harz erreichen mit einer anderen Viskosität. Das heißt, du solltest etwas finden, was etwas zäher ist, vielleicht auch so eine Art Harz, dass du wirklich sagst, okay, ich habe hier eine gute Sperrwirkung, wenn ich mal ins Gelände möchte. Aber du solltest wissen, das wirkt sich natürlich auch auf die Onroad-Fahreigenschaften von diesem Fahrzeug aus. Ich habe jetzt etwas gemacht, was ich dir erstmal nicht unbedingt empfehlen würde. Und zwar habe ich die drei Differentiale komplett stillgelegt mit Heißkleber. Ich habe diese Differentiale mit ein klein wenig Heißkleber befüllt, sodass ich eine Sperrwirkung von 100% habe. Warum habe ich das getan? Weil ich dieses Fahrzeug ausschließlich im Sand und im Gelände, im harten Gelände bewegen möchte. Und da finde ich es sehr wichtig, einen guten Vortrieb zu haben. Ich sage dir aber auch gleich, die On-Road-Fahreigenschaften sind dadurch natürlich katastrophal. Wenn die kurveninneren Räder sich nicht langsamer drehen können als die kurvenäußeren Räder, dann hast du immer so ein leichtes Stottern da drin und das geht natürlich auch aufs Material. Also überlege dir genau, wofür du dieses Fahrzeug haben möchtest und wähle dann dementsprechend dein Fett beziehungsweise eventuell auch die Heißklebemethode aus. Wichtig an dieser Stelle, du kannst den Heißkleber im Notfall auch immer noch entfernen. Du musst das Differential auseinandernehmen und kannst dann diesen harten Brocken an Heißkleber einfach rausnehmen. Damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Das ist eine sehr radikale Methode, aber für mich in der Vergangenheit hat sich diese als sehr gut herausgestellt. Auf der Seite 11 siehst du ganz oben den Schritt 20. Und der Schritt 20 ist für dich ganz entscheidend, denn dort entscheidet sich, ob du nur eine Vorderradlenkung haben möchtest oder ob du die hinterste Achse mitlenken möchtest. Wenn du nur die vordere Achse lenken möchtest und auch nur ein Lenkservo hast, dann kannst du dich hier am Schritt 20 ganz normal weiter nach unten orientieren. Wenn du allerdings die Hinterradlenkung mithaben möchtest und ein zweites Lenkservo etc. gekauft hast, dann haben wir hier oben den Hinweis, geht es auf Seite 23 bis 25 weiter. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, denn sonst baust du hier die Hinterachse falsch zusammen und du kannst diese später nicht mehr lenken. Also ein ganz wichtiger Punkt, auch das solltest du vorher wissen
und kannst dann entscheiden, an welcher Stelle du weitermachen möchtest. Zu der Lenkung gibt es noch eine Besonderheit und die möchte ich dir natürlich nicht vorenthalten. Wie du siehst, habe ich mich für die Vierradlenkung entschieden. Bedeutet, wir haben hier vorne den Lenkservo für die Vorderachse und hier hinten den Lenkservo für die hintere Achse. Auf dem Karton von diesem Modell ist beschrieben, dass du ein zweites Lenkservo benötigst und eine Fernsteuerung mit Mixfunktion. Wenn du weißt, was diese Mixfunktion bedeutet, dann schreib das doch jetzt gerne unten in die Kommentare, weil ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich persönlich denke, dass die Mixfunktion dafür da ist, dass man die Hinterradlenkung an- und ausschalten kann, beziehungsweise, dass man dieses Servo hier hinten nochmal einzeln steuern kann, zum Beispiel auf Reverse, dass man eine Art Dackelgang oder sowas generieren kann. Weiß ich nicht, schreibt das gerne unten in die Kommentare, was eine Fernsteuerung mit Mixfunktion ist. Ich persönlich habe keine Fernsteuerung mit Mixfunktion, zumindest nicht soweit ich weiß. Das ist die Absima CR3P und ich möchte dir sagen, das funktioniert auch mit einer normalen Fernsteuerung. Geh jetzt nicht los und kauf dir nur für dieses Modell eine andere Fernsteuerung, sondern wenn du eine ohne Mixfunktion hast, sollte das auf jeden Fall funktionieren. Wie habe ich das Ganze gelöst? Meine Absima CR3P hat natürlich auch einen Empfänger. Ich habe aber nur für den Lenkservo einen Kanal, nicht zwei. Wie habe ich das Problem gelöst? Ich habe in den Empfänger ein Y-Kabel installiert. Ein Y-Kabel bekommst du für wenige Euro, ich sag mal unter 5 Euro. Und dieses Y-Kabel macht aus einem Kabel zwei, wie ein Y, wenn du das Ganze auf den Tisch legst. Bedeutet, ich kann mein Kabel in den einen Anschluss hier in den Empfänger reinstecken, habe aber zwei Enden, in denen ich hier meine beiden Lenkservos reinsetzen kann und in meinem Fall funktioniert das ganz prima. Ich kann die beiden Lenkservos nicht unabhängig voneinander einstellen. Ich kann auch die Hinterradlenkung nicht ausschalten, das möchte ich aber auch gar nicht. Gerade weil ich die Differentiale gesperrt habe, ist es schon schwierig genug, um die Kurve zu kommen. Dann kann ich hier auf meine Hinterradlenkung auf keinen Fall verzichten. Natürlich zeige ich dir gleich auch noch, wie das Ganze dann funktioniert. Wichtiger Tipp an der Stelle, kauf dir nicht unbedingt eine neue Funke. Ein Y-Kabel für 5 Euro reicht. Dann hast du die beiden Servos miteinander gekoppelt. Ja, du kannst sie nicht unabhängig voneinander schalten, aber die Trimmung etc., das kannst du ja hier auch noch manuell an der Achse jeweils einstellen. Das ist gar kein Problem. Weiter geht's jetzt mit den Dämpfern. Die fand ich nämlich ziemlich spannend. Das hatte ich so auch noch nicht. Den Zusammenbau der Dämpfer findest du auf Seite 11. Es ist der Punkt 22. Und das sind Dämpfer, die habe ich so in der Form, in der Funktionsweise noch nie gesehen. Ich kenne normale Öldruckstoßdämpfer, aber ich kenne auch klassische Tamiya-Dämpfer, die innen kein Öl haben, sondern mit irgendwelchen Kunststoffschienen oder sowas laufen. Und das hier fand ich sehr interessant. Und zwar läuft diese Stange des Stoßdämpfers, die sich auf und ab bewegt, in einem Gummiröhrchen. So sieht das Ganze aus. Das muss man passend zurechtschneiden. Und hier drin, da läuft dann diese Schiene. Man muss das Ganze ein bisschen fetten. Und dann läuft hier die Schraube auf und ab und bremst dann somit durch die Reibung die Feder ab und dämpft die Stöße. Fand ich sehr interessant. Habe ich vorher noch nicht gesehen, habe ich noch nie gehabt. Ich würde es auf keinen Fall einen Öldruckstoßdämpfer vorziehen. Öldruckstoßdämpfer finde ich deutlich besser. Fand ich aber ganz witzig, deswegen wollte ich es dir mal gezeigt haben. Hier sehen wir jetzt so ein paar Sachen, die übrig geblieben sind. So sieht das hier aus. Also der Aufbau war wirklich sehr, sehr einfach, weil man hat nur wenige verschiedene von diesen Spritzgussteilen. Hier zum Beispiel, das ist alles dasselbe, das ist alles der Buchstabe C. Und viele Teile gibt es hier doppelt, was ich ganz gut finde. Zum Beispiel hier hinten diese Art Heckstoßstange, wenn die mal kaputt geht, hast du direkt ein Ersatzteil dabei. Finde ich gar nicht so schlecht. Und auch hier mit den Dämpfereinheiten hast du auch nochmal verschiedene Sachen. Ja, finde ich soweit ganz lustig. Aufkleber sind nicht übrig geblieben. Ja, hier hast du auch noch mal so ein paar Teile, zum Beispiel flachere Radmitnehmer. Ich musste jetzt hier sehr, sehr dicke verwenden.
diese Teile hier, die gehören, glaube ich, zu diesem Dump Truck oder was das ist. Gerade hier diese dicke Stoßstange und hier hinten so ein Rad, das gehört, glaube ich, zur Wheelie Bar. Wenn das hier nicht sogar die Wheelie Bar ist, diese beiden Teile aneinander und dann hier hinten dieses Rädchen dazu. Also ich meine, dass ich das von dem Dump Truck kenne. So sieht das aus, die Teile bleiben hier auf jeden Fall über und bei mir natürlich auch der Motor, die schöne Blechbüchse von Tamiya. Ich habe mich ja damals für einen 540er Brushed Motor mit 55 Turns entschieden. Und jetzt möchte ich ganz gerne zu Dingen kommen, die in meinen Augen gar nicht gehen, die ich richtig schlecht finde und die bei mir persönlich dazu geführt haben, dass ich hart enttäuscht bin von diesem Modell. Es gibt eine Sache, die mich bei diesem Modell besonders enttäuscht hat. Ich weiß, es ist ein Tamiya-Fahrzeug, wir bewegen uns hier im Einsteigerbereich, aber dieses Fahrzeug kostet heruntergesetzt 200 Euro für mich im Einzelhandel. Und da gibt es Dinge, die sollten für mich einfach nicht vorkommen. Und ich habe es im Unboxing schon erwähnt, wenn du das Video verpasst hast, schau gerne nochmal in der Videoreihe zu diesem Fahrzeug. Dort findest du alle Videos dazu und auch das Unboxing. Und zwar ist es der massive Farbunterschied, weil dieses Fahrzeug hier ist die reinste Kirmes. Ich weiß nicht, ob es bei dir genauso ist. Ich hoffe nicht. Vielleicht ist das hier ein Einzelfall. Ich find's richtig schade und ich weiß gar nicht, ob es auf der Kamera rüberkommt. Ich habe hier ganz, ganz viele verschiedene Orangetöne. Was ganz gut matcht, das ist hier hinten die große Wanne mit der Karosserie. Da sage ich auch, das ist okay, das hier ist eine lackierte Farbe und das hier ist gefärbter Kunststoff. Das ist in Ordnung. Was für mich aber überhaupt nicht geht, dass das komplette Fahrzeug hier unten gelb ist. Hier ist er gelb in eine leichte Richtung von Orange. Dann ganz besonders dieses Teil hier, das ist dunkelorange. Und beißt sich hier vorne fürchterlich. Dann haben wir hier nochmal die Räder, die so ein bisschen einen anderen Schein nochmal haben. Also das sind Sachen, das sieht einfach scheußlich aus. Das mag ich überhaupt nicht. Und ich denke, auf der Kamera kommt es gar nicht so rüber, wie es tatsächlich ist. Hier ist es gelb, tieforange, noch dunkler orange. Also scheußlich. Wirklich scheußlich. Ich bin froh, dass es auf der Kamera nicht rüberkommt. Ich möchte mit diesem Fahrzeug schöne Videos für euch produzieren. Und wenn dann da jedes Mal so eine Kirmesbude vorbeifährt, dann kriege ich schon Herpes beim Videoschneiden. Sag ich ganz ehrlich, das finde ich richtig schlecht. Und für 200 Euro oder noch mehr bin ich der Meinung, dürfte das nicht sein. Ganz ehrlich. Und ich habe hier nichts dazu gekauft. Es war ein original versiegelter Karton. Ich werde das jetzt nicht bei Tamiya reklamieren. Das Teil hat schon eine Weile bei mir gestanden. Verpackt natürlich, unaufgebaut. Aber sicherlich wird der Hersteller da was machen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Mir soll es egal sein. Aber ich denke, das darf nicht vorkommen. Das ist nicht gut. Und ich finde, es sieht einfach schrecklich aus. Wenn ich mir das jetzt hier mal angucke, es fällt leider nicht so auf. Es kommt auf der Kamera leider nicht drüber. Hier ein helles Gelb von dem Hauptchassis und dann habe ich hier die Punkte zur Wanne hin, zu dieser Heckwanne und die sind auf einmal dunkelorange. Fürchterlich. So sieht das Ganze aus. Also ihr müsst euch vorstellen, dieses Teil hier ist dunkelorange. Das hier ist auch dunkelorange. Hier hinten die Mulde, die ist heller orange. Und das hier geht in Richtung Gelb. Also ich habe hier mindestens drei verschiedene Farben in einem Kunststofftruck. Und ey, sorry. Also das finde ich wirklich schwach. Finde ich überhaupt nicht gut. Nee, weiß ich nicht. Das sollte in meinen Augen nicht sein. Sage ich ganz ehrlich. Wo wir gerade beim Thema Farben sind, ist mir noch was aufgefallen, was ich ebenfalls nicht gut finde. Ich weiß nicht, ob sich das im Laufe der Jahre, wo dieses Modell jetzt produziert worden ist, vielleicht ist es auch nur ein Jahr produziert worden, ob sich da irgendwas verändert hat. Aber eigentlich schaue ich doch auf den Karton, was ich kaufen möchte und bekomme dann ein bisschen was anderes. Das zeige ich dir jetzt. So, jetzt machen wir mal ein Suchbild. Du kannst jetzt das Video anhalten und gucken, was du für Fehler findest. So soll's sein, so ist es geworden. Okay, ich gebe dir eine Chance. Also diesen Aufkleber hier an der Stoßstange habe ich weggelassen und die beiden da vorne, die habe ich weggelassen. Das ist nicht der Fehler. Aber jetzt guck noch mal genau hin. Findest du was? Alles klar.
komm, ich erlöse dich. Es ist für mich eine Sache, die ich schön gefunden hätte. Ich finde es persönlich auf dem Karton schöner. Stört mich mittelmäßig, sollte aber in meinen Augen nicht sein, weil ich was anderes gekauft habe. Und zwar werden wir jetzt mal hier gucken. Wir haben hier die Mulde. Und hier dieser Dämpfer für die Mulde, wenn ich die Mulde hoch und runter klappe, ja, der ist hier in so einem schönen Anthrazit gehalten. Und auch hier die Aufhängung der Mulde, die ist hier in so einem schicken Anthrazit, gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Und jetzt gucke ich mal. Ach Mensch, das ist ja hier in Orange. Und auch die Aufhängung der Mulde, die ist ja auch in Orange. Ja, also verstehe mich nicht falsch, dass hier der Sand nicht mit in der Verpackung ist und der Berg und dass das Auto da hier im Einsatz gezeigt wird und dass das natürlich ein schönes Foto für den Karton ist. Das kann ich alles nachvollziehen. Aber das hätte ich mir dann schon gewünscht, weil das ist etwas, was ich finde, was schon abweichend ist. Ja, ich kann das lackieren, natürlich. Aber ich bin einfach von etwas anderem ausgegangen. Das finde ich ein bisschen schade. Ja, so ist es jetzt. So sieht's jetzt aus. Ich werde es so lassen. Vielleicht nochmal lackieren, bin ich mir nicht so sicher. Ich hätte es einfach schön gefunden, wenn es in der Farbe gewesen wäre. Und vor allen Dingen, ey, wir haben doch schwarze Spritzgussteile enthalten hier in dem Bausatz. Warum mache ich das denn dann nicht in schwarz? Dann wäre es doch shit egal gewesen, wenn ich das hier in schwarz habe oder in Anthrazit. Das ist mir doch egal. Aber ich habe es zumindest so wie auf dem Foto. Das hätte ich sehr, sehr gut gefunden. Das ist mir noch negativ aufgefallen, was das Thema Farbe angeht. Wenn wir schon beim Thema Farbe sind, muss ich natürlich auch sagen, dass meine Lenkservos in quietschblau sind. Das weiß ich. Das stört mich genauso. Die werde ich auch noch lackieren. Aber, wichtiger Punkt, diese blauen Lenkservos, die habe ich mir ausgesucht. Da kann der Hersteller nichts für. Das kann der Hersteller nicht steuern, was ich da für eine Elektronik reinsetze. Also von daher hat Tamiya an diesen quietschblauen Dingern natürlich keine Schuld. Da weiß ich auch, dass ich die schwarz anmalen werde, weil das so natürlich auch fürchterlich aussieht. Auf der einen Seite, klar, beschwere ich mich über drei verschiedene Orangetöne und dass das hier nicht schwarz ist. Und auf der anderen Seite klatsche ich da quietschblaue Lenkservos dran. Also um Gottes Willen, die werde ich auf alle Fälle noch schwarz machen. Aber es ist etwas, wo der Hersteller nichts dafür kann. Für die anderen Sachen kann der Hersteller schon was. Und eine Sache gibt es noch, die mich verwundert, stört, weiß ich nicht. Man sieht es nicht, mir ist es auch egal. Wenn man dieses Fahrzeug jetzt schneller bewegt, wofür es ja eigentlich da ist. Wir haben ja hier so eine schöne Tamiya Blechbüchse als Motor und mit dem Ritzel sollte das Ding seine ja, knapp 20 km/h vielleicht laufen. Da fliegt natürlich auch mal so ein bisschen Dreck. Und dann gibt es eine Sache, die verstehe ich jetzt gar nicht. Und zwar habe ich hier vorne so eine Frontstoßstange. So sieht das Ganze aus. Sie soll auch hier so ein bisschen gefedert sein, wo ich jetzt nicht weiß. Die ist halt nach unten hin ein bisschen flexibel, aber ansonsten ist sie ziemlich fest. Naja, egal. Aber jetzt gucke ich mir das hier an. Gewichtsersparnis. Ja, okay, dass das Fahrzeug vielleicht ausgeglichener ist. Wir haben ja hier vorne die Elektronik drauf. Ist alles okay. Hier musste ich jetzt eine Blende vorsetzen. Nur dieser äußere kleine Kranz. Aber hier, das ist doch so groß wie eine Badewanne. Was ist das denn? Warum mache ich denn keine Blende, die nicht nur hier vorne so ein bisschen, so einen halben Zentimeter verdeckt, sondern warum mache ich nicht eine Blende, die dieses Ding hier komplett schließt? Weil wenn ich jetzt irgendwo durch Wasser meinetwegen fahre, steht hier das Wasser drin. Ich bin in der Sandgrube unterwegs mit Schotter, mit Sand. Hier sammelt sich doch alles drin. Also das verstehe ich nicht. Wenn du weißt, warum der Hersteller Tamiya das so gemacht hat, dann schreib's gerne in die Kommentare. Für mich hat das keinen wirklichen Sinn und Zweck, warum das hier so tief, vor allem ich habe hier kein Loch, nix, hier in der Mitte zum Beispiel nicht. Der Sand, der kann ja gar nicht raus. Das heißt, jedes Mal, wenn ich gefahren bin, bin ich gut zufrieden und dann fange ich erstmal an, ja, das Modell sollte man reinigen, aber dann fange ich erstmal an, das Ding hier auszusaugen, auszukippen, auszublasen. Warum? Verstehe ich nicht. Mach doch einfach eine Blende, die nicht nur hier vorne diesen Kranz hat, sondern die einmal den Deckel schließt. Bums. Wenn ich da Gewicht reinhaben möchte, klebe ich mir da Ausbruchgewichte rein. Wenn ich es so leicht lassen möchte, dann lasse ich das. So, dann mache ich hier eine große Blende drauf, tut die komplett und fertig. Warum lasse ich das hier so? Also das habe ich nicht verstanden. Das tut mir leid, vielleicht bin ich da auch zu doof zu, keine Ahnung. Ergibt sich für mich keinen Sinn, weiß ich nicht. So, und jetzt zeige ich dir, wie das Fahrzeug funktioniert,
wie es fährt, wie man den Akku einlegt. Da sind nämlich ein paar ganz schöne Sachen mit dabei. Genug rumgemeckert, jetzt gucken wir uns das mal an. Also hier vorne findest du natürlich den Regler und den Empfänger, je nachdem, was du da dann einsetzen möchtest von deiner Elektronik. Das ist gut aufbewahrt, es ist in einer angenehmen Höhe, finde ich völlig in Ordnung. Und was ich schön finde, die Elektronik verschwindet jetzt unter dieser hübschen, also wirklich hübschen Lexanhaube. Da kannst du jetzt deine vier Splinte reinstecken und dann ist diese Haube fest und die musst du auch eigentlich nicht mehr anheben, außer du möchtest jetzt irgendwelche Einstellungen an deinem Regler vornehmen oder an deinem Empfänger. Ansonsten kannst du das komplett so lassen, wie es jetzt ist. Um den Akku einzulegen, das ist wirklich sehr, sehr leicht, ziehst du hier oben deine beiden Splinte raus, die diese Mulde hier in Position halten. Und kannst das ganz einfach öffnen. Das bleibt schön offen, das ist sehr angenehm. Hier unten ist nochmal so ein Moosgummi, dass es während der Fahrt nicht klappert und dass der Akku nicht hin und her schlägt. Genauso wie hier vorne ist auch nochmal so eine Art Moosgummi, das gefällt mir sehr gut. Und hier hinten haben wir eine Aussparung, wenn du jetzt hier so einen Akku hast, der ist in so einer passenden, abgerundeten Nickel-Metallhydrid-Form, so nenne ich es mal, auch wenn es ein 2S-Lipo ist. Der hat ja hier vorne in der Mitte seine Kabel und die werden hier gar nicht eingequetscht. Das finde ich sehr, sehr schön gelöst, sehr, sehr schön gemacht. Und der Akku, der passt wie eine 1. Also hier, der klappert nicht, bis auf dieses Teil, so. Der klappert nicht, der ruckelt nicht, der passt wunderbar hier rein. Dann kann ich das Ganze hier anschließen, das machen wir mal. So, der Akku ist dran. Die Haube hier, die hast du dann natürlich festgemacht. So, ne, die ist fest. So, und dann hast du deinen Akku schon angeschlossen. Und dann kannst du die Mulde wieder runter machen. Dieses Moosgummi hier verhindert jetzt, dass der Akku hoch und runter schlägt. Zack, dann drückst du das ein bisschen runter. Dieses Moosgummi ist ja flexibel. Und schon hast du den Akku eingesetzt. Finde ich eine ganz tolle Sache. Wir machen die Fernsteuerung an. Und den On-Off-Schalter, den kannst du natürlich so positionieren, wie du das gerne möchtest, so dass du für dich einfach und bequem drankommst. Tamia hat gesagt, pack das hier auf den ersten Lenkservo und das würde ich genauso unterschreiben. Das habe ich genauso gemacht. Zack, piep, piep. An ist er. Und jetzt lenken wir mal hier am Beispiel der Allradlenkung. So sieht das Ganze aus. Also die vorderen Räder, die bewegen sich stärker als die hinteren Räder, aber wir sehen, die hinteren Räder lenken mit und das ist bei mir durch die gesperrten Differentiale auch ganz, ganz wichtig, sonst komme ich nämlich gar nicht mehr um die Kurve. Der Hobbywing 1080 Regler in Verbindung hier mit dem 55T Motor ist natürlich schön fein abgestimmt, das heißt, man kann jetzt hier schön langsam mit anfahren. So. Man hört so ein bisschen, ah okay, er hat ein bisschen zu ackern. Woran liegt das? An den gesperrten Differentialen. Das ist das, was ich sagte. Das wirklich nur machen, wenn du im Gelände fährst. So, und dann fährt der Kleine hier schön rum. Gefällt mir sehr, sehr gut. Das macht Spaß. Wie sich das Ganze hier im Gelände schlägt, das schauen wir uns auf jeden Fall noch an. Das ist ganz, ganz wichtig. Das siehst du dann in den nächsten Videos zu diesem Fahrzeug. Aber so gefällt mir das schon ganz gut. Ja, das hier macht einen normalen Eindruck. Wenn ich jetzt hier ein bisschen was reinpacke, wofür ich das Fahrzeug hier haben möchte, sollte ich die Stoßdämpfer nochmal verstärken, weil die sind dafür einfach zu weich abgestimmt. Zum Fahren sicherlich sehr gut. Mal gucken, was ich da noch so machen werde. Das ist auf alle Fälle das Fahrzeug, so wie es jetzt ist. Ich zeige dir auch nochmal, wie man den Akku entnimmt. Auch das genauso wie beim Einlegen des Akkus auch. Zack, erst das Fahrzeug ausmachen, dann die Fernsteuerung, Akku raus, zack. Nochmal zur Erinnerung, die Lexanhaube ist dann natürlich mit deinen vier Splinten festgemacht. Mach das nicht so dusselig wie ich jetzt hier, das ist nur zu Anschauungszwecken. Zack, Akku ist entnommen. Du kannst das Fahrzeug aufgebockt irgendwo hinstellen, das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dass hier die Stoßdämpfer nicht ausleiern, immer so leicht aufgebockt hinstellen, dann sollte nichts passieren. Kommen wir zu meinem ganz persönlichen Fazit zu diesem Fahrzeug. Wichtig
Ich bin dieses Fahrzeug noch nicht gefahren. Ich kann jetzt nur sagen, was ich jetzt nach dem Aufbau empfinde. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ziemlich enttäuscht. Ich habe das Fahrzeug im Einzelhandel für 200 Euro gekauft, ohne Elektronik. Es war nur die Blechbüchse mit dabei, also der Standard-Tamiya-Motor. Und normalerweise ist dieses Fahrzeug vom Hersteller aus gesehen nochmal ein ganzes Stück teurer. Und ich glaube, das teuerste an diesem Fahrzeug war die Volvo-Lizenz. Die Karosserie sieht schön aus, die gefällt mir gut und auch, dass da Volvo dran steht, das finde ich klasse, das passt wirklich gut. Die Wanne hinten, die Mulde, die ist schön stabil, aber ansonsten bekomme ich hier einen recht einfachen Tamiya-Bausatz. Die Teile fühlten sich sehr leicht an. Ich hatte schon mal Achsteile, die ich als deutlich wertiger empfunden habe. Und dann noch dieser wahnsinnige Farbmix, der also wirklich, wenn du vor diesem Fahrzeug stehst, sehr ins Auge fällt. Dann noch die ein, zwei Sachen, die hier nicht so sind wie auf dem Karton, dass wir das hier in Orange haben und das hier in Schwarz bzw. Anthrazit. Das finde ich mega, mega schade. Meiner Meinung nach hätte man aus diesem Modell mehr rausholen können und für den Preis bin ich doch ziemlich enttäuscht. Dafür hätte ich mir wirklich ein schönes anderes Tamiya-Auto kaufen können, was in meinen Augen deutlich wertiger ist. Klar, man darf nicht vergessen, wir haben hier ein 6x6 Fahrzeug und wir haben hier eine Hinterradlenkung. Ja, okay, aber ich kann mir auch ein Allradauto kaufen von Tamiya mit einer schön lizenzierten Onroad-Karosserie und bin dann mit der Elektronik günstiger als damit. Also da muss ich echt sagen, davon bin ich echt enttäuscht. Würde ich das Ding nochmal kaufen? Nein, ich glaube nicht. Weil wenn ich mir jetzt überlege, klar, die Elektronik, das ist etwas, was jeder für sich selber entscheidet und auch was jeder selber wissen muss, was er da reinsteckt. Aber ja, so ein Hobbywing-Regler ist günstig. Ja, aber es läppert sich halt auch. Dann brauche ich noch einen Empfänger. Gut, das brauchst du bei anderen Modellen auch. Dann brauche ich noch zwei Lenkservos. Und ruckizucki ist man bei 300 Euro. Und wenn ich dann gucke, was ich für 300 Euro da auf dem Tisch stehen habe. Naja, also ich bin gespannt, was wir mit diesem Fahrzeug noch so anstellen. Das solltest du auf gar keinen Fall verpassen. Wir werden in die Sandgrube gehen. Wir werden schauen, was kann dieses Fahrzeug jetzt so in diesem Zustand, dann möchte ich auf jeden Fall noch andere Räder drauf bauen. Dann schauen wir mal, ob wir das vielleicht noch ein bisschen scaliger gestalten können, das Ganze. Und wie das Ganze auch harmoniert in Verbindung mit einem RC-Bagger, mit einem Huina 1580. Ob das Ganze funktioniert und harmoniert, das schauen wir uns dann an. An dieser Stelle bedanke ich mich, dass du dir das Video bis zum Schluss angeschaut hast. Lass dem Video doch gerne ein Like da, ein kostenloses Abonnement würde mich sehr freuen. Und natürlich auch schöne Kommentare. Lass uns diskutieren. Gerne sachlich konstruktive Kritik auf jeden Fall. Bist du vielleicht auch ganz anderer Meinung zu diesem Fahrzeug? Das schreib mir doch unbedingt, da bin ich sehr gespannt. Bis dahin, bleib gesund, dein World Control RC.